So, willkommen bei mir im Studio bei TV-Tuan. Was machen wir heute? Heute machen wir ein Video über das neue Set. Nö, glaube ich nicht. Ne? Das Wochenende war der Release vom neuen Set. Und ihr habt sicher genug gesehen. Ich hab gesehen, da war PokéRev. Der hat ja schon 2 Wochen vorher die Displays aufgemacht und die verschiedenen Produkte, wie auch Zero of Time hat jetzt beim Release aufgemacht, hunderte Opening und selber noch live gestreamt. Dann der Sershan hat aufgemacht, auch eine hunderte Opening. Pokerlost hat auch eine Livestream gemacht und zusätzlich auch noch Displays sonst aufgemacht, sogar PokéAsh. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er selber auch ein Opening macht. Er hat einfach ein ETB aufgemacht. Die ganzen Amerikaner, Japaner, Chinesen, egal von wo, überall haben sie aufgemacht. Und darum habe ich mir gedacht, ich selber mache heute keinen auf. Ich hätte das Produkt bekommen pünktlich am Release, aber ich habe mir danach gedacht, weil ich selber vom Zeit her wirklich war knapp. Das heißt, ich müsste eigentlich am Freitag aufnehmen, gleich schneiden, am Samstag oder Sonntag hochladen. Das ging bei mir nicht. Also wirklich von der Zeit her, weil ich habe das Wochenende ein Riesenprogramm gehabt. Ich war viel unterwegs. Ich habe ganz am Anfang ja gesagt, dass ich eingekauft habe, getradet habe und das will ich euch zeigen. Was habe ich eingekauft? Das ist so der Hammer. Ihr glaubt gar nicht, was ich jetzt da für 75 Euro habe ich jetzt gekauft. Ne? Auf jeden Fall, ich will euch schnell zeigen im Auto. Diese PlayStation Tasche habe ich da. Und schaut das mal an. Alles original. Auch den Heft noch dazu. Hey, PlayStation in einem Top-Zustand. Da drinnen sind Spiele, Konsolen. Das ist wirklich ein geiler Deal gewesen. Sie ist mega happy, ich bin mega happy. Ich finde es wirklich der Hammer. Jetzt mal schauen, ob ich den. Höchstwahrscheinlich bleibt es in meiner Sammlung. Da kommt jetzt langsam das Sammelherz wieder nach vorne. Es ist, muss ich sagen, ein Schnäppchen. Denn wenn man bedenkt, alles original da drin, das Einzige, wo fehlt, ist sicher das Netzteil und dieser Gurt da. Aber ansonsten so eine coole Tasche. Ich habe es selten mal gesehen in einer solchen Tasche. Darum denke ich, coole Kauf. Jetzt geht's weiter nach Zürich. Da machen wir jetzt ein Trade. Ihr wisst ja, dass EV Heroes wirklich am explodieren ist und darum habe ich auch einen guten Preis für den EV Heroes bekommen. Die EV Heroes ist zurzeit irgendwie, also die Umbreon V. Ne, von EV Heroes ist zurzeit ungefähr bei 400 für eine PSA 10 und ich habe dann mit diesem Argument habe ich dann auch getradet. Ich denke, für ihn ist okay und für mich ebenfalls. Nämlich, meine Bedingung war, einen von 2 Displays will ich haben. Entweder Lost Origin oder Silver Tempest. Ist mir egal welche, einfach einen von beiden. Ihr seht da, er hat für mich eine Lost Origin organisiert, also Englisch wollte ich es auch haben und ich habe den auch in Englisch bekommen. Wirklich super, wieder ein Zielprodukt mehr, vor allem Lost Origin, wo sowieso in der Schweiz nicht unter 140, 150 Euro mehr bekommt. Und jetzt habe ich ein Display bekommen von ihm. Sehr zufrieden, ich bin sehr zufrieden. Aber zusätzlich musste er mir eine Karte organisieren. Und ihr könnt vielleicht denken, welche. Ich wollte ja immer die Lugia V Altart. Und das hat er auch für mich organisiert. Er hat da für mich in einem sehr guten Zustand, ich habe es schon kontrolliert, eine Lugia V Altart organisiert und ich bin so etwas von happy.
Auf Japanisch kann ich es mir nicht leisten, aber dafür auf Englisch. Ich finde, in einem Top-Zustand habe ich den jetzt bekommen und ich bin sehr, sehr zufrieden. Und ich denke, er auch. Das ist einer von unserer neu von unserer Community und ich will damit auch sagen, danke für den Trade. Ich hoffe, du bist zufrieden, wie ich auch. Zusätzlich habe ich noch Karten eingekauft, Einzelkarten. Das sind ein paar Karten vom gleichen Person. Und ich habe mir dann gedacht, ich nehme gleich alle, ne, ist ja klar, vom gleichen ersten Porto war Falte weg. Und zweitens sind sowieso alle Karten, die ich gerne habe. Also habe ich dann auch einen Kauf gemacht für alle Karten da. Ich weiß, es kommt euch bekannt vor, nämlich die Rayquaza VMAX. Den habe ich ja schon gegradet und jetzt. Oh. Fokus. Ich habe den ja schon in ein PSA 10 oder nein, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall trotzdem immer noch eine nice Karte, darum habe ich es auch mir gleich geholt. Als nächstes eine Altart vom Sneasel. Geile Geschichte. Sieht auch very nice aus und in GPay so cool. Der Effekt wie immer in GPay 1A. Da habe ich die Flamara. Die Flamara von Eevee Heroes. Bei uns eine Promokarte und in GPay von Eevee Heroes im Display zu ziehen. Cool, dass ich den jetzt auch habe, neben Blitzer, wo ich letztes Mal schon gezeigt habe. Suicune, ich habe euch ja selber schon gesagt, geile Artwork, sieht so geil aus. Und in V-Star Universe, in GPay sieht es einfach hammermäßig aus. Und natürlich darf nicht fehlen, Raichu, auch eine coole Karte, habe ich mir auch noch geholt. Und Entei. Also die Katzen habe ich da in ein Dreierpack, V-Star Universe, sowieso für mich eine der beste Set ever. Darum habe ich die auch alle geholt. Wirklich cool. Also es sind 6 Karten insgesamt, ne? Ja, 6 Karten. Und ich habe alles zusammen 230 Euro bezahlt. Also ist ein stolzer Preis, aber ein fairer Preis. Also es ist wirklich ein fairer Preis. Ihr könnt es auf Cardmarket nachschauen. Ich finde, der Preis war mehr als fair. Ich habe da schon einen Gewinn gemacht, bevor ich sie überhaupt ja, getradet habe. Aber es sind wirklich coole Karten. Das geht sowieso in meine Sammlung. Dann habe ich auf Cardmarket war ich ein bisschen surfen und als ich auch gesehen habe, wie die japanische Markt am Spinnen ist, habe ich mir ein paar Display angeschaut und ich bin dann zu zwei Display gestoßen, nämlich die auf jeden Fall eine coole Display Celebration von GPay. Den habe ich noch nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass es so dünn ist, ne? Ganz ehrlich. Das wusste ich ja gar nicht, dass man einen bekommt. Ah, ich dachte, es sind alle von denen. Aber da kann man sogar noch einen anderen Hit rausziehen. Ein Coin haben wir auch noch dabei. Aber cool, den habe ich noch nicht. Jetzt habe ich ihn. Das ist voll geile Sache. Und vom gleichen Händler habe ich da die Shiny Star noch zusätzlich geholt. Wir sind beide vom gleichen Händler. Ich habe ihn dann angeschrieben, portofrei. Er hat gesagt, ist okay, kauft einfach ein und er gibt es dann zurück. Er kann es ja den Betrag dann zurückgeben vom Versand. Habe ich auch zurückbekommen auf Cardmarket. Wirklich voll okay. Die zwei wirklich vom Preis her extrem gut. Den da habe ich glaube ungefähr um die 90 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Und hier habe ich 110 Euro. Also beide zusammen 200 Euro. Cool, jetzt habe ich die auch in meiner Sammlung drin. Und die Sachen, wo ich da für den Release Day bestellt habe, nämlich da Paldea
Evolve habe ich bestellt und ich wollte eben, wie gesagt, ein Opening machen für uns, aber jetzt habe ich es noch nicht gemacht, aber ich wollte euch das auch selber vorstellen, damit ihr seht, was ich das Wochenende bei mir wirklich abgegangen ist. Eine coole Display, vor allem in einem sehr guten Zustand. Es ist eigentlich, der Zustand war wirklich sehr nice, also ist sehr nice, wäre vorbei, aber da ist es ja noch. Also es ist wirklich cool und in einem sehr guten Zustand. Zusätzlich habe ich da noch OP2 von One Piece. Das ist noch vom ersten Printrun. Da sieht man, dass hier nicht in weiß ist, sondern eben braun hier in diesem Zustand. Und das ist vom First Edition, also vom ersten Printrun. Ob jetzt hier ein Unterschied gibt, weiß ich noch nicht. Aber ich habe mir sicherheitshalber, weil die Preise gedroppt sind, habe ich mir ein Display geholt. Cool, jetzt habe ich den auch in Englisch auf die Seite gelegt. Und vom ersten OPEZ 1 habe ich leider noch keine. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch einen bekomme. Ansonsten, ja, ist man halt zu spät. Man muss nicht immer traurig sein, wenn man es nicht hat. Auf jeden Fall coole Geschichte. Ich habe viel erlebt. Ich habe wieder neue Leute kennengelernt. Mein Channel gewinnt die ganze Zeit an Abonnenten. Also unsere Community wird immer größer. Finde ich coole Sachen. Wenn die Neuen da unsere Videos jetzt anschauen, bitte abonniert den Channel, aktiviert die Glocke. Dann verliert ihr da nicht den Überblick, was für Content ich raushaue für euch. Auf jeden Fall, ich danke euch vielmals für das Folgen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, was ich da eingekauft habe. Vor allem extrem happy bin ich auch für die PlayStation 1. Coole Sache. Das war fast das größte Highlight gewesen für das Wochenende. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.